Die Alemannia-Fans müssen mehr als 2 Wochen warten, bis am Montag endlich wieder der Ball für die Schwarz-Gelben rollt. Das Montagabendspiel beim Bonner SC steht an. Nach dem Spielausfall gegen Köln 2 hat Trainer Fuad Kilic die Zügel im Training wieder angezogen. Es wurde viel im konditionellen Bereich gearbeitet. Das Wochenende steht dann ganz im Fokus von Bonn. Ja, man muss sagen, wir haben schon intensiv trainieren können. Wir haben die Zeit genutzt, den Spielausfall genutzt. Wir haben zwar am Wochenende frei gemacht, aber davor haben wir noch eine intensive Einheit geschaltet. Ansonsten genauso dann auch am Montag, wo eigentlich der freie Tag gewesen wäre nach der Regenerationseinheit, haben wir dann zumindest Training angesetzt und somit bis Mittwochmorgen quasi durchtrainiert. Und ja, ich denke, jetzt in der Phase war es wichtig, dass wir noch einige Spitzen gesetzt haben. Dafür haben die Jungs dann am Donnerstag wieder frei bekommen und heute geht dann die eigentliche Vorbereitung auf Bonn SC, was die taktische Seite angeht, los. Und wir hoffen, dass was wir uns vornehmen, dass das dann auch greifen wird am Montagabend. Unter der Woche gab es ein Testspiel beim Mittelrheinligisten SV Breinig, spielte die Alemannia 2:2 unentschieden. Da wurden vor allem Spieler eingesetzt, die bisher nicht zum Zuge kamen. Maurice Plunke ist währenddessen wieder einer für die Startelf. Seine Gelbsperre ist abgesessen. Tobias Mohr fällt mit einem Muskelfaserriss allerdings weiter aus. Für die Alemannia geht es am Montag darum, wieder die Leistungen der letzten Wochen zu bestätigen. Da ist die TV-Übertragung ein schöner Nebeneffekt. Ich denke, dass es nicht ohne Grund ist, dass wir jetzt schon in dieser Runde an 3 Live-Spielen beteiligt sind. Am Sonntag ist das nächste Live-Spiel gegen Essen. Für uns ist es immer was Besonderes und ich denke aber, dass es für Bonner SC genauso was Besonderes sein wird, wo man sich auch genauso reinhängen wird, wo man sich nichts schenken wird. Vorteil ist es nicht. Ja, aber es ist was Schönes, dann wieder im Rampenlicht zu stehen als Mannschaft und sich dann auch zu präsentieren in ganz Deutschland. Und ich hoffe, dass meine Jungs das auch genauso wiederholen, wie sie es gegen Wuppertal SV hier vor heimischem Publikum gemacht haben. Die Bonner stehen auf Platz 15 in der Tabelle, die Aachener auf Rang 11. Einer könnte beim Auswärtsspiel am Montag wieder zum Einsatz kommen. Ilias Azawagi durfte in Uerdingen zum ersten Mal über 90 Minuten ran. Das hoffe ich mal. Ja. Jeder Fußballer will so lange wie möglich spielen und ich hatte jetzt die Chance, ich hoffe, ich habe sie genutzt und werde dann Bonn nachlegen. Ich weiß zwar, dass ein schweres Spiel bevorsteht, aber ich denke, wenn wir genauso spielen wie die letzten Wochen, wird das machbar sein.